Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Thorsten Schröder. Und wir begrüßen Sie zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind. Schönen guten Abend. Warum haben wir verlernt zu diskutieren? Warum brennen viele Menschen auf den Straßen viel zu schnell die Sicherungen durch? Da ist ein Misthaufen, frisch aus dem Stall, mit einem mehr oder weniger ernstzunehmenden Spruch ja fast schon harmlos. Gestern hatten wütende Bauern Wirtschaftsminister Habeck an der Nordseeküste am Verlassen einer Fähre gehindert. Habeck musste daraufhin mit dem Schiff wieder auf die Hallig-Hooge zurückkehren. Kritik kann auch mal laut sein, wenn Interessenverbände wie die Bauern gegen politische Entscheidungen protestieren. Aber warum rasten immer mehr Menschen beim Protestieren aus? Ist es wirklich so, dass unsere Gesellschaft langsam verroht und wir verlernt haben, uns ohne Schaum vor dem Mund auseinanderzusetzen? Juli Kurz. Böller, Raketen, ein wütender Mob, der offenbar bereit ist, die Fähre zu stürmen, auf der Robert Habeck ist. Es ist das Ende einer privaten Urlaubsreise eines Ministers in Nordfriesland. Szenen, die heute parteiübergreifend für Entsetzen sorgen. Aus meiner Sicht ein vollkommen inakzeptables Verhalten. Und diese Chaoten, die dort unterwegs waren, haben dem Anliegen dort wirklich einen Bärendienst erwiesen. Was da passiert, das sind Leute, denen geht es nicht um die deutsche Landwirtschaft. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird es nicht geben. Aufrufe mit Ort und Uhrzeit der Fährankunft habe es zuvor in sozialen Medien gegeben, heißt es von der Flensburger Polizei. Der Bauernverband distanziert sich von der Aktion, spricht von Trittbrettfahrern. In Nordfriesland haben sich seit 2020 die radikalsten Strukturen des Bauernprotestes etabliert, sagt die Journalistin und Extremismusexpertin Andrea Röpke. Landvolkschaft Verbindung ist eine rechtsextreme Struktur im Internet, eine Telegram-Gruppe, hinter der sich unter anderem Arminius Erben verbirgen, also eine Reichsbürgerstruktur, die sehr nationalistisch, pro-russisch auftritt und die versucht, Stimmung gegen die Demokratie zu schüren. Und aus dieser Struktur heraus scheinen jetzt auch die Proteste gegen Herrn Habeck gesteuert worden zu sein. Hass, Gewalt, Aggression gegen Politiker, gegen demokratische Institutionen. Aufgestachelt auch durch die sozialen Medien. Es habe sich was verändert in der Gesellschaft. Die Organisation More in Common stellt eine zunehmende Wir-gegen-die-Dynamik fest. Wir leben natürlich in einer Zeit, in der wir selber alle unter starkem Druck sind, in der unsere Gesellschaft unter Stress ist und in der viele Menschen auch Orientierung suchen. Und ich würde auch sagen, seit Corona sehen wir auch, dass die Gereiztheit in unserer Gesellschaft einfach insgesamt zugenommen hat. Und das bricht sich dann an ganz unterschiedlichen Stellen Bahn, aber sicherlich auch in der Art und Weise, in der Härte, wie wir gerade gesellschaftliche Auseinandersetzungen miteinander führen. Verrohung des Diskurses, aber auch das, Parteibüros werden zur Zielscheibe. Brandanschläge, sogar Einschusslöcher, die Angriffe haben zugenommen, alle Parteien sind betroffen, besonders häufig die Grünen. Auch die Bundestagspräsidentin sieht das Parlament von Demokratiefeinden bedroht. Deshalb hat sie kürzlich Maßnahmen vorgestellt, um das Parlament sicherer zu machen. In Erinnerung, der Sturm auf den Reichstag 2020, das Einschleusen von rechten Störern in den Bundestag. Seitdem stehen an Sitzungstagen extra Polizisten in Uniform an den Eingängen zum Plenarsaal. Soziologen erkennen eine Verschiebung von Normen und Werten. Hass und Wut gelte zunehmend auch in der bürgerlichen Mitte als Meinungsäußerung und werde verharmlost. Also das ist ein Problem für die Demokratie. Sie wird instabiler. Die Demokratie lebt von einer Konfliktregulation, aber wir haben ein Gebot. Es muss konstruktiv sein und es muss gewaltdistant sein. Wir beobachten aber vorurteilsbasierte Hasstaten, politisch motivierte Taten. Seit vielen Jahren greift das um sich und wir akzeptieren es. Als die Protestler weg sind, kommt Robert Habeck nachts an Land. Er zeigt sich anschließend besorgt über die aufgeheizte Stimmung im Land. Die ehemalige linken Politikerin Wagenknecht nennt das weinerlich. Und auch von der AfD-Parteichefin Weidel erfährt der Wirtschaftsminister kein Mitgefühl. Stattdessen spottet sie über Habecks Fährenflucht vor den Bauern. Nach fast 3 Monaten Krieg wird die Frage immer drängender.
Was passiert mit Gaza, wenn die Kämpfe vorbei sind? Wer soll das hier alles wieder aufbauen? Das diskutierte auch das israelische Kabinett. Und obwohl bisher nichts beschlossen wurde, scheint es der Plan Israels zu sein, in Gaza dann keine, wie es heißt, zivile Präsenz zu zeigen. Während dieser politischen Debatten um die Zukunft geht es für die Menschen in Gaza um das nackte Überleben. Sophie von der Tann. Linse für Linse, Reiskorn für Reiskorn. So sortieren Najwa und ihre Kinder, was sie auf der schmutzigen Straße gefunden haben. Seit 3 Monaten lebt die 10-köpfige Familie in dieser provisorischen Behausung auf einem Bürgersteig in Khan Yunis. Wenn die Vereinten Nationen Säcke mit Hilfsgütern verteilen, platzen manche auf. Ich kehre dann den Reis und die Linsen zusammen, dann trocknen und säubern wir sie. Das Leben ist sehr schwer. Was soll ich sagen? Ich schaffe es einfach nicht mehr. Um den Tag zu bewältigen, müssen alle anpacken, auch die Kleinsten. Die 4-jährige Mariam bricht mit ihren Brüdern auf, um Wasser zu holen. Doch das kann dauern. Fast 2 Millionen Menschen harren auf engstem Raum im Süden von Gaza aus. Die meisten, wie Mariam und ihre Familie, Geflüchtete. Sie hoffen auf ein Ende des Krieges. Israel will die Einsätze in Gaza so lang fortsetzen, bis die Hamas komplett zerschlagen ist und alle Geiseln befreit sind. Doch wie lange wird das noch dauern? Und was kommt danach? Gestern Abend präsentierte der israelische Verteidigungsminister Gallant erstmals seine Pläne für Gaza nach dem Krieg. Das Gebiet solle demnach von Palästinensern regiert werden, keine erneute Besatzung durch Israel, keine Besiedlung. Doch genau das fordern Netanjahus rechtsextreme Koalitionspartner und stoßen damit international auf scharfe Kritik. Für Mariam und ihre Familie in Khan Yunis geht es im Moment darum, irgendwie zu überleben. Immerhin, Wasser haben sie heute bekommen. Schon vor dem Krieg waren sie arm, erklärt der Vater. Doch nun sei es ein täglicher Kampf ums Nötigste. Das Wichtigste ist, dass ich als Vater nicht zerbreche, denn sonst schaffe ich es nicht, die Familie zusammenzuhalten. Ich versuche, irgendwie für meine Frau und Kinder zu sorgen. Aber auch wenn wir jetzt in einer Sicherheitszone sind, haben wir Angst vor Angriffen. Ihre Heimat verlassen können und wollen sie nicht. Sie hoffen auf ein friedliches Leben in Freiheit in Gaza. Doch das scheint in weiter Ferne. Fragen wir nach bei Sophie von der Tann in Tel Aviv. Es gab einen Eklat im Kabinett bei der Frage danach, warum die Katastrophe vom 7. Oktober nicht verhindert werden konnte. Was war da los? Eigentlich sollte es in dieser Kabinettssitzung darum gehen, dass das Kabinett darüber diskutiert, was mit dem Gazastreifen nach dem Krieg passieren soll. Dann hat der Militärchef angekündigt, dass das Militär eine interne Untersuchung plant, um festzustellen, welche Fehler passiert sind, die die Terrorangriffe am 7. Oktober mit ermöglicht haben. Und daraufhin kam es dann zu diesem heftigen Streit. Er wurde angegriffen, besonders von den ultrarechten Ministern. Und die sollen vor allen Dingen kritisiert haben den Zeitpunkt dieser angesetzten Untersuchung. Sie wollen nicht, dass während des Krieges, während der Kämpfe die Aufarbeitung stattfindet. Und Beobachter vermuten, dass das auch daran liegt, dass diese Minister eben befürchten, dass eine Untersuchung beim Militär auch dazu führen könnte, dass Fragen an die Regierung lauter werden mit Blick auf das mögliche Versagen der Regierung. Morgen reist Außenministerin Baerbock nach Israel. US-Außenminister Blinken reist auch in die Region. Was kann man sich von der aktuellen Pendeldiplomatie erhoffen? Es gibt viele Themen und es gibt auch viele Akteure in der Region, die involviert sind und eine Rolle spielen in diesem Konflikt. Deswegen die vielen Reisen. Der Druck auf Israel steigt, diesen Krieg zu beenden. Und es wird in diesen Treffen sicher auch um diesen sogenannten Tag danach, den Tag nach dem Krieg, gehen. Außenministerin Baerbock hat heute in Berlin nochmal die Position der Bundesregierung bekräftigt. Es dürfe keine erneute israelische Besetzung im Gazastreifen geben, keine Vertreibung der Menschen von dort, keine Verkleinerung des Territoriums. Bei den Gesprächen hier in Israel dürfte es auch darum gehen, eine weitere Eskalation mit der Hezbollah im Libanon irgendwie zu verhindern. Der gegenseitige Beschuss wurde in den letzten Tagen und Wochen intensiver. Und es gab auch immer wieder Drohungen von der Hezbollah aus dem Libanon. Informationen von Sophie von der Tann. Vielen Dank nach Tel Aviv.
Gehen wir in den Norden Israels, an die Grenze zum Libanon, wo bisher mehr als 60.000 Menschen ihre Häuser verlassen mussten. Der Krieg rückt auch für die Bewohner eines Altersheims, speziell für Holocaust-Überlebende, näher. Es liegt in der Stadt in Ma'alot, wo regelmäßig Raketen der Hezbollah einschlagen, die aus dem Libanon abgeschossen werden. Hanna Resch zeigt uns das alltägliche Leben im einst von deutschen Christen gegründeten Altersheim. Wenn jetzt der Raketenalarm losgeht, hat die Pflegerin Talita keine Chance, sich in Sicherheit zu bringen. Das hier ist die Nullzone. Heißt, vom Abschuss einer Rakete aus dem nur 10 Kilometer entfernten Libanon, bis sie einschlägt, vergeht maximal eine Sekunde. Deshalb wurden die beiden Stockwerke des Altersheims evakuiert. Vor Monaten. Talita ist Freiwillige aus Deutschland und vor dem Krieg hierher gekommen. Es geht so schnell rum und irgendwie ist es ganz, also gar nicht so richtig erfassbar. Und dann liest man den Speiseplan noch vom 8. Oktober. Und das ist einfach alles irgendwie ganz surreal. Talita will gleich eine Bewohnerin des Heims hier hochbringen, an die frische Luft. Hier oben ist alles leer. Die Küche, das Mobiliar, wie die alten Menschen nach unten verlegt, in den Bunker. Es ist wenig Platz für die 16 Bewohner, die alle Holocaust-Überlebende sind. Aber man arrangiert sich. Auch Dan Lavi, geflohen mit seiner Familie vor der Shoah. Er verfolgt den ganzen Tag die Nachrichten. Ich persönlich dachte, das ist eine Sache von einem Monat, anderthalb Monate, maximal. Und jetzt sind es? Jetzt sind es 3 Monate, von Anfang an. Aber wie gesagt, hier ist alles sicher. Alles ist in Ordnung. Wir sind zufrieden von allen Mitarbeitern. Ich könnte ruhig sagen, die verwöhnen uns in jeder Hinsicht. Talita ist für 2 Jahre hier, nimmt ihre Aufgabe sehr ernst. Sie will trotz des Risikos gleich noch mit Rachel Miller, einer KZ-Überlebenden, an die frische Luft. Die Bewohner brauchen das Tageslicht. Normalerweise verbringen sie den Großteil des Tages im Garten oder in ihren geräumigen Zimmern. Jetzt schlafen die Bewohner hier, in diesem Bunker. Nehmen wir das mit? Talita fährt mit Frau Rachel nach oben. Sie haben ein besonderes Ziel. Draußen sind sie schutzlos. Bisher sind 4 Zivilisten bei Raketenangriffen im Norden ums Leben gekommen. Talita ist deshalb besonders hellhörig. Ich glaube, nur der Krankenwagen. Okay. Aber man hört schon oft so Frequenzen und dann denkt man sich sofort Alarm und dann nach 2 Sekunden, nein, nur Krankenwagen oder auch nur Fernseher oder irgendwas. Aber man ist halt schon einfach so ein bisschen getrimmt darauf, schnellstmöglich zu reagieren, wenn irgendwas kommt. Rachel Miller ist die Tierbeauftragte des Heims. Die Kaninchen geben ihr Ruhe. Sie haben mitbekommen, dass wir gerade hier Krieg haben im Land. Und die Frau möchte wissen, wie das für sie ist, dass sie jetzt im Bunker leben müssen zum Beispiel. Man lebt mit den Hasen im Bunker. Ja. Das heißt, für sie ist das alles nichts Besonderes. Sie haben das schon einmal erlebt? Ja. Ja. Heute gab es hier keinen Raketenalarm. Talita wünscht sich, dass die Bewohner bald wieder ohne Angst Zeit draußen verbringen können. Schauen wir nach Deutschland in die Hochwassergebiete. Das sind keine neu designten Sandsäcke in XL-Größe. Es ist das Gepäck von Soldaten vor ihrem Quartier im Landkreis Mansfeld-Südharz. Erstmals schickte die Bundeswehr jetzt rund 200 Zeit- und Berufssoldaten, nachdem der Landkreis um Hilfe gebeten hatte. Zu kritisch ist die Lage immer noch entlang des Flusses Helme, der inzwischen zu einem reißenden Strom geworden ist. Die Deiche sind fast durchgeweicht. Jetzt hilft erstmal das Militär in Sangerhausen, alles zu stabilisieren. Susanne Blum berichtet. Mit Sack und Pack nach Sangerhausen. Es ist später Vormittag. In dieser Halle finden normalerweise Konzerte statt. Ab heute dient sie als Schlafsaal. 200 Soldatinnen und Soldaten beziehen ihr Quartier für die kommenden Tage. Oberleutnant Gabor Melcher gehört zum Führungsteam. Die Schwerpunkte, die uns jetzt hier betreffen, die Einsatzräume, sind alle entlang des Verlaufs der Helme. Er weist die Kameraden ein. Für viele von ihnen ist das kein normaler Einsatz. Viele Kameraden kommen hier aus der Region, haben in den letzten Tagen hier auch schon im Zivilen irgendwo unterstützt, unterstützen jetzt weiter in Uniform. Die haben Familien, die haben Häuser hier. Dementsprechend ist die Stimmung sehr, sehr gut. Eine letzte Bulette im Brötchen auf die Hand, eine letzte Ansprache, dann geht es los. Am Mittag rollen die Bundeswehrfahrzeuge Richtung Hochwasser.
Einige große Fahrzeuge biegen nach ein paar Minuten hier ab. In einem Betonwerk füllen Feuerwehr, THW und unzählige Freiwillige schon seit Tagen Sandsäcke. Die Soldaten übernehmen nun den Weitertransport. Landrat André Schröder hatte die Unterstützung bei der Bundeswehr offiziell angefragt und ist froh, dass die Soldaten nun da sind. Die Bundeswehr hat erstens Manpower und sie hat Erfahrung und sie hat vor allen Dingen schweres Einsatzgerät. Das heißt, hier kommt Technik zum Einsatz, die es auch in unwegsamem Gelände ermöglicht, Dämme und Deiche zu sichern, und das macht sie so wertvoll. Ein paar Kilometer weiter zeigt sich, wie nötig die Hilfe ist. Auch in Oberröblingen ist die Helme seit Tagen weit über die Ufer getreten und sie drückt auf die Deiche. Es ist 15 Uhr. Die Bundeswehr hat Ketten gebildet. Sandsäcke werden verbaut, um den Deich zu stabilisieren. Die Soldatinnen und Soldaten sind schnell. Wir haben jetzt noch mit den Vorteil, dass wir mit einer großen Mannzahl in den Einsatz gehen und hoffen, damit auch ordentlich Wirkung zu erzielen. Dass die Bundeswehr nun da ist, hat sich auch bei den Menschen im Ort herumgesprochen. Ich finde es sehr gut, deshalb, weil vielleicht die anderen Hilfskräfte des Ortes, die ja auch mal Ruhe brauchen, solange wie sie schon im Einsatz sind, etwas entlastet werden. Entlastung durch die Bundeswehr. Erstmal ist sie hier bis Ende nächster Woche zugesichert. Es dämmert langsam. Der erste Einsatztag im Hochwasser von Sachsen-Anhalt ist aber längst nicht zu Ende. Kaufhäuser prägten seit den 1960er Jahren immer mehr die Innenstädte, nicht nur in Westdeutschland. Wie praktisch es doch war, einmal rein und beim Rausgehen hatte man alles in den Taschen und Tüten. Einkaufen wurde in den vielen Etagen zum Erlebnis. Karstadt und Kaufhof waren zwei der großen, die jetzt unter dem Namen Galeria noch einige Häuser führen. Welche Zukunft die haben, wird sich bald zeigen. Galeria gehört zum weit verzweigten Signa-Reich des Immobilieninvestors René Benko. Seine Dachgesellschaft hat Insolvenz angemeldet. Galeria selbst droht schon das dritte Insolvenzverfahren. Und trotzdem hat man noch Hoffnung, wie David Sions aus Dortmund berichtet. Sie sollen die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof sein. Junge Mitarbeiter der Dortmunder Filiale. Ständig hören sie neue Gerüchte über ihr Unternehmen, über mögliche Käufer, eine bevorstehende Insolvenz. Und fragen sich, wie geht es für sie weiter? Also jetzt Plan B jetzt noch nicht. Erst wenn die ganzen Nachrichten dann auch durch sind. Wir wissen ja jetzt noch gar nichts. Aber dann muss auf jeden Fall was her. Wir sind ja auch noch jung, wir haben auch noch Ziele. Die jungen Kollegen waren noch gar nicht geboren. Da war Thomas Bader schon bei Karstadt. Er ist Betriebsrat, hat in den vergangenen Jahren bereits zwei Insolvenzen mitgemacht. Als Mitarbeiter haben wir, sag ich mal, viel investiert. Auch wir sind Investoren. Wir haben ja im Laufe der Jahre haben wir ja auch viel auf Geld verzichtet, auf Gehalt verzichtet. Ja. Und das ist natürlich dann dementsprechend traurig, wenn man, sag ich mal, in irgendetwas investiert und es geht dann verloren. Klar. Dass die Unruhe bei den Beschäftigten jetzt so groß ist, hat mit ihm zu tun. René Benko. Zu seiner Signa Holding gehört Galeria. Im November hat Benkos Unternehmen aber selbst Insolvenz angemeldet. Dabei soll eigentlich Signa Galeria bei der Sanierung helfen mit 200 Millionen Euro. Die erste Tranche des Sanierungszuschusses in Höhe von 50 Millionen soll im Februar kommen. Und wenn diese Zahlung nicht kommt, dann dürfte es liquiditätsmäßig sehr eng für Galeria aussehen und höchstwahrscheinlich zu einer erneuten Insolvenz kommen. Galeria bald zahlungsunfähig? Er sagt sogar, dass das Unternehmen ihn schon jetzt nicht mehr bezahle. Christoph Senf, selbstständiger Handwerker aus Köln. In den vergangenen Monaten habe er für Galeria Aufzüge und Rolltreppen repariert, sagt er. In den meisten Fällen warte er noch immer auf sein Geld. Also die Rechnungen sind überfällig seit über 5 Wochen, setzt sich zusammen aus Fahrkosten, Materialkosten, Arbeitskosten und hat sich summiert auf 42.000 Euro brutto. Er zeigt uns E-Mails, die er deshalb an Galeria geschrieben hat. Seit einigen Wochen, so sagt er, gebe es darauf keine Antwort mehr. Andersrum kann ich auch nicht bei Galeria einkaufen und sagen, gut, ich zahle es heute nicht, weil ich muss sparen. Hätte ich auch ein Problem. Wir konfrontieren Galeria mit dem Fall. Eine Antwort bekommen wir nicht. Auf Hilfe vom Staat kann das Unternehmen kaum noch zählen. 680 Millionen Euro Steuergeld hat es schon bekommen. Davon wird es, wenn überhaupt, wohl nur einen Bruchteil zurückzahlen. Bleibt noch die Hoffnung auf einen neuen Käufer.
Man hofft natürlich, dass irgendwann auch mal derjenige kommt, der das Warenhaus liebevoll mit Leib und Seele dementsprechend führt, ne? Weil die letzten Retter ja dementsprechend etwas geschwächelt haben. Ja. Ich bezweifle sehr, dass es ernsthafte Interessenten gibt. Der Knochen ist nicht nur abgelutscht, er ist auch ausgesaugt und dreimal ausgekocht. Also ich glaube, dass das Unternehmen nicht mehr zukunftsfähig ist. Sollte Galeria tatsächlich Insolvenz anmelden, wären wieder Arbeitsplätze bedroht. Und diejenigen, bei denen das Unternehmen noch Schulden hat, könnten viel Geld verlieren. Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Thorsten. Die Deutsche Bahn hat in ihrem Tarifstreit mit der GDL, der Lokführergewerkschaft, ein neues Angebot unterbreitet. Darin werden nach Konzernangaben erstmals Verhandlungen über Modelle zur Absenkung der Wochenstunden von 38 auf 35 Stunden sowie über neue Wege der Arbeitszeitgestaltung angeboten. Vor der Urabstimmung der GDL über unbefristete Streiks hatte die Bahn das noch abgelehnt. Nun will die Gewerkschaft das Angebot prüfen, bevor sie sich dazu äußert. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, und Bildungssenatorin Günther Wünsch haben bestätigt, dass sie ein Paar sind. Nachdem Medien darüber berichtet hatten, ließen die beiden CDU-Mitglieder über ihren Anwalt erklären, sie seien im vorigen Herbst eine Beziehung eingegangen. Das sei rechtlich nicht zu beanstanden. Aus anderen Parteien kommt aber Kritik. Die Grünen-Fraktionschefin Jarasch sprach von absehbaren Interessenkonflikten im Senat, wo Wegner im Umgang mit seiner Richtlinienkompetenz befangen sein könnte. Der verstorbene CDU-Politiker Schäuble ist in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt worden. Zahlreiche Angehörige und Wegbegleiter nahmen bei einer kirchlichen Trauerfeier Abschied von dem früheren Finanzminister. CDU-Chef Merz sagte, Schäuble habe ihn persönlich geprägt und politisch tiefe Spuren hinterlassen. Mit einem Trauerzug wurde der Sarg anschließend zum örtlichen Friedhof geleitet, wo Schäuble beigesetzt wurde. Bei einem Krankenhausbrand im niedersächsischen Uelzen sind 5 Menschen ums Leben gekommen, 21 wurden verletzt. Im 3. Stock des Gebäudes war Feuer ausgebrochen und hatte sich auf mehrere Patientenzimmer ausgebreitet. Die Ursache ist noch unklar. Es entstand ein Millionenschaden. Die Klinik verhängte einen Aufnahmestopp und verlegte rund 50 Patienten in andere Krankenhäuser. Die deutschen Biathleten sind erfolgreich ins Weltcup-Wochenende im thüringischen Oberhof gestartet. Im Sprint über 7,5 Kilometer bei den Frauen belegte Franziska Preuß Platz 2. Bei den Männern feierte Benedikt Doll über 10 Kilometer seinen 2. Saisonsieg. Ein perfekter Start ins neue Biathlon-Jahr. Benedikt Doll feiert seinen ersten Sieg in Oberhof und gewinnt zum 2. Mal in Folge ein Sprintrennen. Der 33-Jährige ist schnell unterwegs, aber dann verpasst der letzte Schuss die Scheibe. Nach einer Strafrunde muss Doll im Ziel warten, ob es für den Sieg reicht. Ja, das ist einfach das schönste Gefühl. Also wirklich, Lenzer Heide war es ja auch so ein bisschen. Das macht richtig Spaß, das mitzufiebern. Und ich glaube, auch für die Zuschauer ist es wirklich cool. Sturla Homlagreit kommt Doll am nächsten. Im Ziel fehlen dem Norweger dann 1,8 Sekunden. Platz 2 für Lagreit. Dritter wird sein Landsmann Endre Strömsheim. Ohne Schießfehler läuft Johannes Kühn auf Platz 5. Wieder ein starkes Mannschaftsergebnis bei den Männern. Bei den Frauen verpasst Franziska Preuß knapp ihren ersten Saisonsieg. Am Schießstand bleibt sie erneut fehlerfrei und geht in Führung. Am Ende muss sie sich der überragenden Justine Pressas-Boucher beugen. Die Französin gewinnt trotz zweier Fehler knapp vor Franziska Preuß. Janina Hettich-Walz wird 5. Schauen wir auf eine Branche, über die ja gerne mal die Nase gerümpft wird. Dabei sorgt die Müllabfuhr doch für Sauberkeit. Statistisch gesehen wurden bei jedem von uns im Jahr 2022 rund 438 Kilo Haushaltsabfall eingesammelt. Das sind immerhin 46 Kilo weniger als im Pandemiejahr davor. Weniger Arbeit gab es für die Frauen und Männer der Abfallwirtschaft aber trotzdem nicht. Katharina von Tschotschenthaler war mittendrin in einer Schicht der Stadtreinigung in Hamburg und hat eine von wenigen Frauen in der Firma begleitet. Hunger! Es geht langsam los. Nein, wir haben gerade die Essensfrage geklärt, wo wir nachher Frühstück uns holen. Katharina Meier hat schon 3 Stunden und ein paar Dutzend Müllcontainer in den Armen.
Trotzdem ist heute ein guter Tag, denn es ist Restmülltag. Also das Schlimmste ist wirklich Bio. Das ist sehr eklig. Und im Sommer, dann machst du mal einen Deckel auf, da kommen die ganzen Fliegen raus. Oh. Oder Maden. Ja, ja. Manchmal stinkt das schon doll, muss auch mal würgen, aber man gewöhnt sich dran. Größtenteil. Auch an den frühen Schichtbeginn um 6.06 Uhr am Betriebshof in Hamburg-Hammerbrook. Für die 35-Jährige ausnahmsweise um 17:45 Uhr. Vorher muss sie ihre Tochter in die Kita bringen. Mit ihren drei Kollegen ist sie heute Kolonne 4. Es geht in den Nordosten. Der Vorteil, wenige Keller, aus denen sie den Müll hieven muss, aber schwere Container und oftmals alles zugeparkt. Hier kommen wir ja auch wieder nirgendwo durch, da muss dann jetzt leider auch aufgeschrieben werden. Ihr Kollege Joey meint, heute ist echt schlimm. Das läuft ja. Das Chaos kostet Zeit. Jeder Handgriff muss jetzt sitzen. Was nicht so schön ist, ist, wenn eine Ratte rauskommt. Manchmal sind die auch sehr groß, da denkt man schon fast, das ist eine Katze. Und nur ein paar Augenblicke später. Da war sie. Naja, guck, jetzt warst du live dabei. Ein paar Straßen weiter der nächste ungebetene Gast in der Tonne. Normalerweise ist das Sperrmüll, ja. Also mitnehmen oder stehen lassen. Aber wenn es einmal drin ist, dann ist es drin. Mittlerweile hinken Katharina Meyer und ihr Team ganz schön dem Zeitplan hinterher. Kann natürlich auch sein, dass wir nachher, wenn wir bei der Verbrennung sind, da uns Zeit verlieren, weil da sehr voll ist momentan. Gestern standen wir da eine Stunde. Eine Stunde später, das Fahrzeug ist mit 24,5 Tonnen fast voll. Nur noch ein paar Container müssten sie in dieser Siedlung entsorgen. Doch dann... Der quält sich noch. Dann ist Schluss. Das heißt, jetzt... Einmal quer durch die Stadt zur Müllverbrennungsanlage. Immerhin keine Schlange heute. Freier Fall für tonnenweise Müll. Freie Fahrt für die Kollegen. Das ist wirklich wie eine große Familie, würde ich sagen. Obwohl es auch immer welche gibt, die dann doch nicht grüßen. Ne? Ich grüße mal alle. Ich finde, wir gehören alle in ein Boot. In dem auch Katharina Meyer seit 4 Jahren sitzt. Als eine von gerade mal 27 Frauen in ganz Hamburg. Nix für Zartbeseitete, erzählt sie. Und wenn es nach ihr ginge, auch nix für ihre Tochter. Ich weiß nicht, ob eine Frau das wirklich bis zur Rente schafft. Nee, also mir wäre es dann lieber, vielleicht, wenn sie doch vielleicht studiert, Anwältin wird oder sowas. Na gut, wenn sie unbedingt wollte, dann könnte sie auch zur Mülle, so sagen sie hier. Man gewöhne sich dran, nach ein paar Wochen schmerzten die Arme nur noch ein bisschen. Klar, es blieben Brillen, aber es sind auch durch Werbekampagnen über Jahrzehnte fast Synonyme geworden. Brille, Fielmann. Nicht solche Gläser fürs Posen und Protzen, sondern die schlichten Varianten, die trotzdem in den 1970er Jahren in Westdeutschland das legendär öde Kassengestell vergessen ließen. Fielmann wurde nicht nur die größte Optikerkette im Land, sondern eine bedeutende Marke der deutschen Unternehmergeschichte. Der Gründer der Firma, Günther Fielmann, starb jetzt mit 84 Jahren. Karl Dahmen. Das kräftiger der Farbton. Dann hätten wir das Ganze. 6 Kassengestelle, das waren die Brillen, die der deutsche Kassenpatient bis 1981 ohne Zuzahlung bekam. Jede weitere Leistung ließen sich die Optiker teuer bezahlen und machten damit hohe Gewinne. Das empfand der 1939 in Stavstedt bei Rendsburg geborene Günther Fielmann als ungerecht. Wer also kein Geld hatte, sich eine schicke und modische Feinbrille zu kaufen, so nennen die Optiker ihre Markenbrillen, der trug sozusagen den Nachweis seines niedrigen Einkommens per Kassenbrille auf der Nase. Günther Fielmann wollte das Monopol der Optiker brechen. Mit seiner Idee der modischen Brille ohne Zuzahlung wurde er zum Revolutionär. Ich habe mit der Krankenkasse einen Vertrag abgeschlossen über die Lieferung von schicken und modischen Brillen. Es waren 90 an der Zahl auf Rezept. Die Geschäftsidee setzte sich durch. Heute gehören zur Fielmann AG mehr als 960 Geschäfte in ganz Europa. Ohne auf seine Kindheit in seinem Geburtsort Stavstedt zu schauen, ist es kaum möglich, den Erfolg Fielmanns zu verstehen. In dem kleinen Dorf hat er die Charaktereigenschaften erworben, die ihn zu einem der erfolgreichsten Geschäftsmänner Deutschlands gemacht haben. Harte Arbeit und eine protestantische Strenge, immer der Beste sein zu wollen.
Nachdem ihm der Vater ausgeredet hatte, Fotograf zu werden, hat er den Beruf des Optikers gelernt. Heute verkauft der Konzern an die 8,6 Millionen Brillen bei einem Marktanteil in Deutschland von 53%. Vielleicht ist eines seiner Geheimnisse, nie zufrieden zu sein. Und ich gebe zu, ein erfüllter Traum gebiert sofort 5 neue. Sein Erfolg als Unternehmer ermöglicht ihm, viele Ideen umzusetzen. In Plön eröffnet er im Schloss ein modernes Bildungszentrum für Optiker. Er wird ein Pionier der ökologischen Landwirtschaft. Vor allem in seinem neuen Zuhause auf Gut Schierensee setzt Vielmann seine Ideale um. Dazu gehört auch die Idee, Bäume zu pflanzen. Fast 2 Millionen sind es inzwischen. Seine Nachfolge regelt er frühzeitig. Seit 2019 ist sein Sohn Marc alleiniger Vorsitzender der Vielmann AG. Günter Vielmann war Ehrenbürger Schleswig-Holsteins und erhielt das Bundesverdienstkreuz. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Ja, den richtigen Durchblick beim Wetter hat jetzt Carsten. Wie wird's am Wochenende? Es wird langsam, Schritt für Schritt winterlich, wobei sich diese winterlich kalte Luft noch ein bisschen Zeit lässt. Seit gestern gibt es sie schon im Nordosten Deutschlands und heute Abend hat uns zum Beispiel folgendes Bild erreicht. Ein Foto aus der Fußgängerzone. Und zwar von der Insel Sylt von Westerland. Und wenn man genau hinschaut, hier sieht man die Flocken wirbeln. Unten ist alles weiß. Und es gibt sogar einige Zentimeter an Neuschneedecke im Norden Deutschlands. Elpersbüttel in Dithmarschen, 7 Zentimeter, gerade ganz aktuell gemeldet. Oder Waren an der Müritz, 6 Zentimeter. Angermünde im Land Brandenburg ebenfalls 6 Zentimeter. Hier auf diesen Radarbildern, wir haben mal die unterschiedlichen Niederschlagsarten farblich dargestellt. Da sehen wir diesen Schneefall im Norden und liegt praktisch ortsfest. Das heißt, es schneit hier zwar relativ leicht, aber es schneit immer weiter vor sich hin, übrigens die ganze Nacht durch und bis in den morgigen Tag hinein. Dann sehen wir, wo die wärmere Luft ist, da fällt dann eher Regen. Es gibt einen breiten Streifen, wo es gerade trocken ist. Und dann schiebt ein Tief aus Italien ebenfalls Regen bzw. Schneewolken in den Süden Deutschlands. Aber hier ist die Luft wärmer. Die Schneefallgrenze in den Alpen liegt bei 1000 Metern Höhe. Im Verlauf des Wochenendes kommt, wie gesagt, diese kältere Luft voran. Und wenn wir am Montagmorgen wach werden, dann begrüßen wir den Winter in Deutschland mit frostigen Temperaturen überall in Deutschland. Meistens liegen dann am Montagmorgen so gegen 6, 7 Uhr die Temperaturen zwischen -2 und -8 Grad. Im Erzgebirge sind sogar -8 bis -14 Grad möglich. Und jetzt schauen wir uns das Wetter an und wie sich dieser Schneefall langsam im Verlauf der Nacht und auch morgen im Verlauf des Tages nach Süden, aber nur wirklich sehr langsam bewegt. Also auch der nördliche Teil Niedersachsens, auch der Norden Sachsen-Anhalts wird von diesem Schnee dann allmählich erreicht. Ansonsten bleibt es morgen tagsüber noch mild. Erst am Sonntag kommt der große Schub. Die Temperaturen morgen früh am Ende der Nacht zeigen es. Nur nordöstlich der Elbe bleibt es frostig, sonst ist es frostfrei. Tagsüber am Nachmittag ein ähnliches Bild. Im Südwesten noch mal 6 bis 7 Grad. Aber wir sehen auch, die 0 Grad rutschen hier im Nordwesten langsam nach Süden. Jetzt schauen wir uns den Sprung an, den der Sonntag vollbringt. -1, -3 Grad im Nordosten, 0 Grad von Bayern bis nach Nordrhein-Westfalen. Nur am Oberrhein noch Pluswerte. Und der Montag, Dauerfrost in ganz Deutschland. Und jetzt sehen wir das Tolle an diesem Winterwetter. Es wird sonniger, denn kalte Luft ist trockene Luft. Das klingt gut. Vielen Dank, Carsten, für die Aussichten. So, das war's von uns. Hier geht's im Ersten weiter mit der Show Mensch Hirschhausen. Und neueste Nachrichten finden Sie jederzeit unter tagesschau.de oder auf unserem Nachrichtenkanal tagesschau24. Morgen Abend sind wir wieder für Sie da. Ihnen noch einen angenehmen Freitagabend. Tschüss. Tschüss.